Herzlich willkommen zu einer ersten Ausgabe von nun regelmäßig folgenden Videoantworten auf Endzeitkind Let's Plays Free Game Friday. Wir spielen Super Crate Box, wie von Endzeitkind an der ersten Ausgabe seines Free Game Fridays vorgestellt. Ich fand nur, dass Endzeitkind das Video hatte wirklich toll gemacht, nur gespielt hat er nicht so gut. Und ich möchte ihm zeigen, wie das geht. Ich zeige hier auch das Tutorial. Die epileptische Fraps-Anzeige gibt es bei mir auch, weil ohne lässt sich das nicht gescheit aufnehmen. Dann ist die Framerate im Spiel zwar super gut auf 90 und so, aber später bei der Aufnahme, die man sich dann anguckt, hat man dann eine Framerate von 20 vielleicht. So, und jetzt möchte ich auf jeden Fall Endzeitkind mal zeigen, wie das hier geht. Und jetzt habe ich natürlich ungefähr die nutzloseste Waffe hier im ganzen Spiel. Und in der Videobeschreibung finden die übrigens auch verlinkt die Folge von Endzeitkind Let's Play. Wow. Puh. Ach nö. Okay, jetzt muss ich hier noch in die Tür kommen und ich habe keine Waffe. Und das ist mies. Gib mal Waffe. Und jetzt brauche ich sie natürlich nicht. Tutorial komplett. Gratulation. Ich bin nun für das Spiel bereit. Na dann mal los. So. Wir rocken hier die Stage. Bam. Boom, boom, boom. Zwei auf einen Streich. Friss Blei. Und ich muss auch zugeben, ich habe das Spiel gar nicht geübt. Also gleich nur eine Testaufnahme gemacht und schon hier losgezockt. Also so ist es nicht, dass ich hier voll den unfairen Vorteil gegenüber Endzeitkind habe. Ah! Oh, 8 Stück hatte ich. Naja. Noch 2, dann habe ich schon die neue Welt freigeschaltet. Boah. Boah. Zum Glück nimmt die Bazooka auch diese fetten Monster hier One-Hit. Oh oh. Oh Mist. Neue Waffe, Revolver, Mini-Pistole, nur nicht nutzlos. So kann man es sagen, weil die Pistole ist wirklich nutzlos. Da brauchst du selbst 2 Schüsse für diese kleinen Fuzzis und für die großen entsprechend viel. Aber nur 2. Oh, mies. Aber nur 2 für die großen mit den mit dem Revolver. Bam. Oh, das war mies. In solchen Situationen wie gerade muss man hoffen, dass was Gescheites aus der Box kommt und dann einfach schießen. Friss mein Blei. Unwürdiges Viech. Und 2 auf 1 Streich. 9. Und ich hab's geschafft. Ging doch schneller als bei Endzeitkind. Mensch, will die Kiste wieder loswerden. Yay. 2 neue Unlocks. Flammenwerfer und Rocket Silo. Flammenwerfer. Oh. Okay. Mäh. Bei der Shotgun hängt es immer davon ab, wie viele Kugeln der Gegner abkriegt.
Meistens reichen zwei gegen diese großen. In dem Fall halt gerade nicht. Deswegen, damit habe ich nicht gerechnet. Und man sieht hier auch beim Flammenwerfer, wenn ich selber in die Flammen gehe, dann fange ich an, lustig rumzuhüpfen. So. Immer möglichst viele auf einmal erwischen. Das war knapp. Boah. Da wollte ich gar nicht runterfallen. Und... ups. So. So. Und... friss Feuer. Burn. Ich sage brenne, falls du kein Englisch kannst. Und ich hoffe auch wirklich, dass Endzeitkind hier dieses Video in der Videobeschreibung verlinkt. Wäre echt super. Hilfe. Och Mann. Also sowas ist wirklich assi. Mit dem Hüpfen ist es relativ schwer. Da konnte ich dann gerade eigentlich auch recht wenig dafür. Renne! Und ich finde es aber auch schön, dass die Waffen einen realistischen Rückstoß haben. Zum Beispiel hier die Machine Gun und so. Auch für so ein kleines Arcade-Game nett gemacht. Neue Waffe, Disc Gun. Ja, wir entschuldigen uns hierfür. Genau deswegen. Sehr effektiv auch für Selbstmord oder solche Sachen. Die eigene Waffe, mit der man sich selber Schaden zufügen kann. Mäh. Und hier sieht man nochmal Rückstoß. Wah! So. Och nö. Okay, jetzt soll ich mal hier auf Crates und nicht auf Kills spielen, weil eigentlich bringen einem Kills nur was für die Statistik. Boah, 3 auf einen Streich. Schafft man auch nicht jeden Tag. Und, boah, super effektiv. Ganz im Gegensatz zu den Dual Pistols. Lacker. Lacker. Uah. So, wir brauchen 2. Wenn man sie da mit dem Rückstoß kriegt, ist das praktisch. Okay, jetzt habe ich wieder auf Kills statt auf Crates gespielt. Okay, da oben ist die nächste Crate. Okay, da habe ich jetzt zu oft gedrückt. Gut, gut. Ihr könnt übrigens auch gerne in der Videobeschreibung sagen, wer besser gezockt hat. Ich oder Endzeitkind. So, den hier will ich nicht wütend haben. Darum habe ich den jetzt lieber mal erledigt. Hilfe. Och Mö, da bin ich jetzt zu spät hochgekommen. Das war knapp. Oh oh. Oh. So. Wo ist die nächste Kiste? Da unten.
Oh. Das ist immer so schön knapp. Neue Waffe, Minen. Ja. Die sind... Da kann man wirklich taktisch werden hier. Das hat Endzeitkind wohl auch damit gemeint. Alles von Minen und dann die neue Waffe holen. Oder wie macht man das? Bio. Hilfe. So. Okay, das war jetzt unmöglich mit dem Teil. Sowas hätte man gebraucht. Friss, Disc Gun. Was haben wir hier? Boah, 8 hatte ich. So, der geht gleich in die Luft. Oh, da hätte ich nicht hüpfen dürfen. Oh oh. Na toll. Das bringt's jetzt auch nicht wirklich. Oh oh. Hilfe. Boom. Feuerwerk. Minen. Boom. Oh. Mann, ich gucke immer auf die Explosion und nicht auf mich selber. Das, ja, ist tödlich in den meisten Fällen. Na, wieder hoch. Oh. Also ein Schuss mit der Machine Gun zählt ungefähr so viel wie ein normaler Revolverschuss. Nur, dass da eben viel mehr auf einmal abgefeuert werden. Gut, die Mine wird hier für die drei aufgebaut. Oh oh, jetzt lass mich da nochmal ran. Mensch. Da wäre jetzt die Disc Gun auch ganz praktisch gewesen, aber so kann man es ja auch machen. Wow. Gut, jetzt zähle ich 1, 2, 3, 1, 2 und 4. Hilfe. Ah, zum Glück. Und ich finde es auch gut, dass man hier nicht irgendwie nervigerweise nachladen muss. Oder so. Nee, das geht eigentlich ganz problemlos. So, hier muss man sich wirklich beeilen mit Einsammeln von Kisten und hoffen, dass sie an günstigen Stellen spawnen. Oh, komm schon. So. Piu. Weil, ich beende jetzt meinen Satz von vor ungefähr einer Minute. Naja. Was wollte ich sagen? Oh mein Gott. Weil später kommen hier massenweise Gegner. Yay. Ach, Minigun. Ja, die konnte Endzeitkind ja nicht zeigen. Ich dafür aber schon. Hier haben wir sie. Hat ein bisschen Rückstoß. Genau, wieso sollte man übertreiben? Okay, jetzt gehe ich wirklich auf Crates. Crates. 5. Zum Glück war das hier gerade eine etwas heftigere Waffe. Sonst hätte ich das wahrscheinlich noch weniger überlebt. Toll.
dass ich da nicht getroffen habe. Das war einfach mal pures Pech. Bäm. Es gibt echt klügere Sachen. Aber ich würde immer noch behaupten, ich spiele besser als Endzeitkind. So. Und ich will... Die ist unpraktisch, zum schnell mal jemand weghauen. So, hier, jetzt gleich. 5 auf einen Streich. Das nennt man Effizienz. Uah. Friss Feuer. Da hätte ich wirklich einiges an besseren Sachen machen können. Wieso bin ich jetzt gestorben? Puh. Ich dachte schon, ich wäre da jetzt wieder drauf gegangen. Yay. So, in diesem Durchlauf schaffe ich's. Wetten? Da bin ich relativ optimistisch. Ja, yeah. Sowas sollte man niemals sagen. Sonst hat man gleich den Salat. So, der hat gesessen. Eine meiner Lieblingswummen hier, der Flammenwerfer, nur nicht so leicht zu handhaben. Mist, ich hatte eigentlich vor, damit dieses weiße Teil zu treffen. Und deswegen, dann wären nämlich die ganzen Monster da auch in die Luft gegangen. Oh, das war aber knapp. So, 5. Disc gone. Puh. Und ja, wie gesagt, 2 reichen normalerweise. Wow, das war ja mal cool. Wow, und ich glaube, ich nehme lieber den sicheren Weg. Wow. Noch komm schon. Das war jetzt unfair. Meh, gib doch her. Komm schon, mach's doch nicht so schwer. Oh, der ist böse. Der ist böse. Na, ich habe versucht, ihn wegzutanken. Hat nicht geklappt. Wobei, ja, tanken ist vielleicht nicht die optimale Lösung hier. Weil du hast eh nicht so viel Life. Neue Waffe, Katana. Sinnvoll, um Bambus und Pandas zu schneiden. Bam, Double Knife Kill. Einmal wui und dann wui. Diese Fetten ändern nämlich die Richtung, wie es aussieht, wenn man... Whoa. Die Fetten ändern die Richtung, wenn man sie damit wegneift. Oh. Da muss man zurückweichen. Irgendwie läuft es gerade ganz gut, habe ich so das Gefühl. Oh oh. Uah. 1, 2, 0. Oh, hier wollen mich welche mit Fetten überrollen. Aber nicht mit mir.
Bam! Bam! Bam. Hilfe! Wow. Hilfe! Also langsam wird's brenzlig. Boah. Flammenwerfer. 9! Ja, geschafft! Oh oh. Moontempel. Hier habe ich ihn, den Moontempel. Und hier öffnet sich auch irgendwann mal eine Tür. Dadurch wohl auch im Tutorial, das mit der Tür. Dass man da am Ende durch eine Tür gehen muss oder kann oder was auch immer. Und irgendwie kommt mir das Spiel hier gerade flüssiger vor als gerade. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nur so, ja. Kommt mir vielleicht nur so vor. Ja, toll. Und irgendwie kommt es mir einfacher vor, schnell viele Crates zu sammeln. Und bam! Meh, ich wollte dich wegkneifen. Ja, das hätte ich auch lieber machen sollen. Dann wäre ich jetzt nicht im Jenseits. Gerade rechtzeitig noch aktiv geworden hier. Und oh oh, ich dachte, ich hätte noch die Katana. Yay. Da habe ich nicht auf das geachtet, was hinter mir war. Damit muss man wirklich aufpassen. Toll. Man muss eigentlich immer höllisch aufpassen, wenn man nicht alle 10 Sekunden sterben will, so wie ich. Aber immerhin besser, Endzeitkind ist ungefähr alle 2 Sekunden gestorben. Na, ne, nein. Immerhin. Den habe ich noch losgekriegt, bin aber an irgendwas anderem gestorben. Nicht an diesem fetten Teil. Und? Gut. Massentötung. Oh oh. Ach nee. Da bin ich an so einem kleinen Viech gestorben. Das Leben spielt einem schon manchmal die fiesesten Streiche. Bam. Mom. Die Kleinen halten wohl ein bisschen mehr Feuer aus. Kommt es mir so vor. Aber ich glaube, das habe ich so beobachtet, wenn die da unten verbrennen, dann kommen die nicht wieder. Siu. Ah, der Granatenwerfer schießt 10% schneller als die Bazooka. Den hat NZGint auch nicht gezeigt. Boom! Das war er, der Granatenwerfer in Aktion. Und hui! Daran hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Yay, eine super Waffe gegen ein Riesenviech. Immerhin, ich habe ihn weggekriegt. Hat mir aber im Nachhinein betrachtet nichts gebracht. Nein. Wui. Und wui. Oh. Und ja, da hat es mich selber weggewuiht. Da rechnet man immer mit was anderem als Minen, wenn man da so hochhüpft, also ich zumindest, und versucht da irgendwas wegzuhauen. Boah. Erst mit der Bazooka geht das Teil hier weg. Uah. Ich hänge an meinem Leben. Ma.
Mine für dich. Hier. Ja, hat doch funktioniert. Zum Glück war das keine Pistole oder so. Sonst wäre ich da weg gewesen. Nein. Oh, 13. Neuer Charakter, Astronaut. So sieht er auch aus. Ist doch ganz nett. Und langsam könnte ich auch mal aufhören mit der Aufnahme. Ihr könnt mir wie immer in die Beschreibung schreiben, wie ihr es fandet. Gebt mir Vorschläge für meine Projekte. Wenn euch das hier gefallen hat, schaut euch mal meine anderen Videos an und lasst mir vielleicht ein Abo da. Und sagt, wer besser war, Endzeitkind oder ich. Nur mal so vom Gefühl her. Müsst ihr es ja nicht direkt nachgucken. Wenn ihr das macht, finde ich das auch in Ordnung, aber so direkt 1:1 vergleichen ist nicht nötig. Ich weiß natürlich, vom Kommentar her ist Endzeitkind um einiges professioneller. Aber ich bin ja auch noch ein recht neuer Let's Player, weswegen das sicherlich jetzt nicht den Ausschlag gibt. Puh, das hat mir den Arsch gerettet. Um es mal so auszudrücken. Flapsig gesagt. Bam. So. Ich schau gleich noch, wie viel Crates ich zum nächsten Unlock oder wie man auch immer dazu sagen möchte, brauche. Ja, daran denke ich nur nicht, wenn ich sterbe. Dann denke ich nur dran, weiter zocken. Und es macht richtig süchtig. Böhm. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt. Bam, bam. Piu, piu. Da kann ich spielen. Endlich meine Träume ausleben. Okay. Und so. Ich überlebe länger, als ich gedacht habe. Immerhin 9 habe ich schon. Gut, nur noch ein Crate zur nächsten Waffe. Das schaffe ich doch. Okay. Laser Riffle. So, hier haben wir es. Das möchte ich euch nur noch kurz zeigen. Meh. So, das ist cool. Wie es aussieht, kenne ich auch noch nicht. Ach, ich kann die auch wegmachen, während ich hier das Teil schon mal ausgefahren habe. Das ist ja mal ein cooles Ding. So, wenn ich jetzt noch einmal tot bin, ist die Aufnahme beendet. Bis zum nächsten Mal. Ich schaue mir nur noch die Statistiken an. Was, wenn man Crates? Oh, Kills? Oh, das. Und 27 Minuten gezockt. Okay. Wow, da habe ich einen Haufen getötet. Nicht schlecht. Und ich habe alle Waffen freigeschaltet. Die Charaktere, ja. Okay, kann man jetzt auch nichts machen. Das würde wahrscheinlich Ewigkeiten dauern, bis ich die alle hätte. Naja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.